Scharf, hat ordentlich Feuer, aber ich glaube, das Geheimnis sind die Tomaten, weil die sind super aromatisch, richtig würzig. Und ich glaube, ich würde es für meine Freundin erstmal mit einer Peperoni Und auch für Sebastian empfiehlt sich eindeutig eine mildere Variante. So schön kann der Tag beginnen. Leben und genießen wurde Ihnen präsentiert von Tina, dem Premium-Frauenmagazin. Diese Woche in der Tina? Weg mit den Urlaubspfunden in nur 5 Tagen. 8 Seiten extra, kuschelige Strickideen, leckere Nusskuchen, großes Jubiläumsgewinnspiel mit tollen Gewinnchancen. Einfach mehr vom Leben. Tina, jeden Mittwoch neu. Und ich begrüße heute Morgen hier bei uns im Studio Daniel Engelbarts. Er ist ein Elektronikexperte, er ist Chefredakteur von sparwelt.de, ein Ratgeberportal für Online-Shopping. Und ich freue mich, dass Sie heute Morgen da sind. Guten Morgen. Guten Morgen, Engelbarts. Wir wollen gleich sprechen über Recommerce. Ist das in einem kurzen Wort zusammengefasst wie der Gebrauchtmischladen oder Gebrauchtwaren-Mischladen im Internet? Ja, es ist einfach die schnellere, einfache Form, um einfach gebrauchte Güter zu verkaufen, sprich nicht mehr in Auktionen lange zu warten, Sachen an Privatpersonen zu versteigern, sondern ich kann einfach jetzt sehr schnell und einfach Produkte an eine Firma, an eine Recommerce-Firma verkaufen. Genau, da gibt es ja verschiedene Anbieter mittlerweile, Absolut. Die das machen. Da packt man eine Kiste, alles rein, hinschicken, dann kriegt man entsprechend Geld dafür, allerdings nicht so viel. Also es hat auch das den einen oder anderen Haken, da müssen wir gleich drüber reden. Es wird unser großes Thema heute Morgen sein mit Daniel Engelbarts, also dranbleiben. Kurze Pause. Und dann geht's hier weiter. Gleich geht es weiter. Viel Spaß.